Weiter geht's hier im Programm wieder mit einem unserer außergewöhnlichen Notebooks, Laptops einer außergewöhnlichen Firma. HP, Hewlett-Packard, steht schon seit Jahrzehnten wirklich in der obersten Reihe, was Qualität und Haltbarkeit bei Rechnern angeht. Aber die stehen auch normalerweise ganz oben, wenn es um den Preis geht. Das ist keine Discounterware, das ist einfach Ware, die man teuer bezahlen muss. Nicht so bei uns, denn wir haben hier unsere geprüften Leasing-Rückläufer, auf die wir richtig stolz sind, die wir Ihnen anbieten können. Und hier haben wir jetzt ein Elite-Book, also wirklich die Elite von HP, zu einem wirklich super günstigen Preis. Ja, und das ist wirklich Technik, die ganz einfach begeistert. Also das ist wirklich eine ausgereifte Technik, modernste Technik, muss man ganz klar so sagen, wie es ist, in einem absolut robusten Gehäuse. Und Hewlett-Packard ist bekannt dafür, dass Hewlett-Packard die Rechner, egal welche Bauart, aber speziell die natürlich, die auch gerne mal für den Geschäftsbereich eingesetzt werden, mal den sogenannten, ja, wie sagen wir so schön, militärischen Standards unterzieht. Das sind extreme Temperaturschwankungen, das sind Stoß- und Rütteltests, also der wird von rechts nach links und von links nach rechts gedreht, bevor der in die eigentliche Serienproduktion hineingeht. Und deswegen sind diese Gerätschaften auch bei den Herrschaften, die speziell auf so etwas angewiesen sind, unglaublich beliebt, weil die kriegst du also wirklich schon fast mit dem Hammer nicht kaputt. Ja? Also um jetzt mal ein bisschen salopper ranzugehen. Wir haben ein fantastisches Modell hier zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unabhängig davon, dass er wunderschön ist, ist er schön leicht, ist er schön schlank. Und ich zeige Ihnen den mal hier so ein bisschen von der Seite, denn genau sowas möchte man haben. Und selbstverständlich, wenn man sich einen Hewlett-Packard-Laptop leistet, dann soll man das auch bitte kundtun. Und deswegen hat Hewlett-Packard hier sehr schön eingelassen in diese Klappe hin, also auch nochmal dieses Logo. Auffällig ist natürlich, und dafür gebe ich Ihnen jetzt auch nochmal weiter an Diana, ich glaube, ein hochauflösendes Video in der Hand einer schönen Dame kommt nochmal ganz anders rüber, dass Sie hier auf fast 40, oder? Leid, ich dachte, haben wir hier knapp 2 Kilo? Also ist für die Größe dieses Bildes und für die Ausstattung ein absolutes Leichtgewicht. Mit ungefähr 2 Kilo kann man also locker noch in der Hand halten. Und wichtig bitte gerade hier die Qualität auch des Bildschirms. Das ist ein 15,6 Zoll, also fast 40 Zentimeter in der Bilddiagonale. Darstellung 16:9 und bitte in Full HD. Und da kannst du dir jetzt mal die Farben anschauen. Da kannst du dir mal anschauen, wie also auch so ein hochauflösendes Video entsprechend ruckelfrei läuft. Das ist ein richtiger Augenschmeichler. Insofern war mein erster Gedanke ein sogenannter Streaming-Dienst. Wenn du jetzt mal so an so einem verregneten Sonntag von mir aus auch mal eine Stunde oder zwei länger im Bett bist oder abends mal eine Stunde früher zu Bett gehst, dann kannst du dir hier nochmal so deine Lieblingsserie anschauen. Habe ich gestern Abend auch noch gemacht. Ich war gestern Abend früh im Bett, ich war durchgefroren, habe mir meinen Laptop geschnappt und habe mal nochmal so 40 Minuten Serie angemacht, ja, bevor ich dann also selig entschlummert bin. Aber das Schöne ist, liebe Zuschauer, so viel Luxus, natürlich auch das, was hier drinne steckt, was so an Leistungsmerkmalen hier bei einem Hewlett-Packard zu erwarten ist, speziell bei einem Laptop aus der Elite-Book-Serie, es kann sich natürlich absolut sehen lassen. Also es ist ein ausgereiftes Gerät aus der zweiten Generation mit einem sogenannten Intel Core i5-Prozessor. Das ist gehobene Mittelklasse, also definitiv ein Allrounder, auch für anspruchsvolle Kunden. 8 GB Arbeitsspeicher runden das komplette Paket ab. Und zum Speichern von Ihren Daten, Ihren Fotos, Ihren Videos, Ihrer Musik, Ihrem Schriftverkehr, all das, was man im privaten Bereich natürlich gerne mal nutzt oder gerne auch speichern möchte, stehen Ihnen hier satte 256 GB Speicher auf der Festplatte zur Verfügung. Aber wie du richtig sagst, es ist kein Neugerät, es hat schon rund 2 Jahre gezeigt, dass es hervorragend funktioniert. Und wir arbeiten mittlerweile schon seit über 10 Jahren mit einem der größten sogenannten Refurbisher Europas zusammen. Refurbish steht für Wiederaufbereitung. Das bedeutet, sogenannte Leasinggeräte wie diese jetzt hier werden nach einer gewissen Leasingperiode, in der Regel sind das 2 Jahre, wieder zurückgegeben. Das hat steuerliche Gründe. Und wir kaufen solche Gerätschaften auf, aber geben sie nicht direkt wieder in den Wiederverkauf. Wir lassen erstmal einen der größten Refurbisher Europas drüber schauen. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass hier jedes einzelne Gerät, also nicht stichprobenartig, mal hier eins, mal da eins rausgesucht wird. Jedes einzelne Gerät wird von diesem Wiederaufbereiter genauestens überprüft. Das geht los beim Ausreinigen der Gerätschaften. Das ist eine Grundgeschichte. Wir können den Kollegen hier gerne mal auf die Finger schauen, wie das gemacht wird in einzelnen Teilen. Also eine Grundreinigung logischerweise, aber noch viel wichtiger ist natürlich auch der Systemcheck. Jede einzelne Komponente, also auch der Arbeitsspeicher, der Prozessor und so weiter, also all das wird genauestens überprüft. Es kommt doch nicht selten vor, dass Gerätschaften, die nicht zu 100% zufriedenstellend sind, auch aussortiert werden. Also für unsere Kunden bekommen wir
in der Regel absolut die erste Wahl. Das bedeutet technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. Ja. Ihr Vorteil bedeutet an dieser Stelle hier bei einem sogenannten geprüften Leasingrückläufer, Sie zahlen für ein Gerät, was einen Neupreis hat von rund 1.500 Euro, ich runde mal auf, ja, einen deutlich geringeren Preis. Und hier sprechen wir noch nicht mal von 450 Euro. Und das ist für diese Ausstattung, für einen Hewlett-Packard in dieser Qualitätseinstufung ein echtes Highlight. Ja, das ist natürlich wieder ein exklusiver Preis für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Wir gucken mal schon kurz auf Pearl.de, den regulären Preis für unsere Online-Kunden, 480 Euro. Ihr Preis 449,99 €. Und das müssen wir nochmal sagen, für ein HP EliteBook der modernen Art, das kann man sagen. Und wir schauen ja immer, da machen wir uns ein kleines Hobby draus, wenn man solche Rechner neu bekommt, können wir die unterscheiden von Neugeräten, sieht man irgendwas. Und ich kann wirklich sagen, all unsere Geräte sind von Neugeräten so gut wie nicht zu unterscheiden. Auch die Handhabung, 24 Monate Gewährleistung, neues Betriebssystem, Antivirensoftware. Und was ich auch schön finde, also früher, ich kann mich auch noch erinnern an meine ersten Computer, da brauchtest du einen Fachmann, wenn du den einrichten wolltest. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr nötig. Es ist eigentlich so gemacht, dass jeder Otto-Normalverbraucher sich seinen Rechner selber fertig einrichten kann. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Da frag ich ein paar Mal ja, nein, dann richtest du dein Internet noch ein. In der Regel hast du das Passwort aus deinem Handy ja auch zu Hause eingerichtet, dann ist der einsatzbereit. Und heutzutage geht es doch ohne einen Computer, ohne einen Rechner zu Hause doch gar nicht mehr. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis haben die wenigsten noch einen klassischen Desktop-Rechner. Also irgendwo ein Schreibtisch stehen mit einem Computer drauf, der auch an der Stelle bleibt. Die meisten arbeiten doch heutzutage oder surfen im Internet mit einem Laptop. Den nimmst du dir mal eben mit in die Küche, wenn es um Kochrezepte geht. Mhm. Den nimmst du dir mal mit aufs Sofa, wenn du jetzt mal ganz entspannt noch mal eben, wenn dir der Partner, die Partnerin Fernseh schaut, noch mal ein paar Urlaubsangebote anschauen möchtest oder wenn du mal nach Weihnachtsgeschenken gucken willst, Preise vergleichen willst. All sowas dann eben. Online-Banking ist für viele unserer Kunden natürlich auch ein riesengroßes Thema. Online-Bestellungen, Pearl.tv, auch immer wieder so ein Thema. Das machst du heutzutage nicht mehr mit dem Smartphone. Das ginge zwar auch, aber auf den kleinen Bildschirmen, Jesses, da sehe ich ohne Brille ja gar nichts mehr. Da brauche ich einen vernünftigen großen Bildschirm, am besten brillant in der Farbe und groß genug, dass ich alles erkennen kann. Und hier reden wir von fast 40 cm in der Bilddiagonale. Wie gesagt, alles drin, alles dran. Wichtig bitte noch zu wissen, dass man hier nicht nur zu Hause oder grundsätzlich in einem kabellosen Internet, im WLAN, jederzeit im Internet surfen kann. Hier kann man also auch über das sogenannte LTE-Netz gehen. Das heißt, wenn du mal irgendwo in einem Bereich unterwegs bist, wo du kein klassisches WLAN zur Verfügung hast, dann besorgen Sie sich eine Karte, wie Sie das auch für Ihr Handy gemacht haben. Und dann können Sie auch ganz einfach über das Handynetz ohne weiteres im Internet surfen. Macht man eher selten, könnte man aber hier mit diesem Gerät ohne weiteres machen. Bluetooth-fähig ist er, ja, um dann nochmal die Serien und die Filme anzusprechen, wenn ich da abends im Bett liege oder sowas alles, dann habe ich es ganz gerne. Oder auch mal so, wenn man keinen stören möchte, packt man sich einen Kopfhörer rein. Das geht ja mittlerweile mit diesem kleinen Knöpfchen jetzt hier kabellos. Webcam hat er, ja, für den Dialog von Angesicht zu Angesicht. Das war gerade in der Pandemiezeit und so weiter natürlich ein Riesenthema, dass man eben logischerweise auch mal mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht in Kontakt treten kann. Vielleicht wohnen die Kinder 300, 400, 500 Kilometer weg. Da möchtest du mal sehen, wie die Enkelchen aussehen. Ich weiß, Ralf, das machst du auch mal ganz gerne zwischendurch. Richtig. Ja, also das sind genau diese Dinge, die man ganz gerne mit einem solchen Rechner machen möchte. Aber bitte dafür darf es dann gerne also auch vom Bildausschnitt mal etwas größer sein. Und das bitte also auch in einer brillanten Farbdarstellung. Und genau das haben wir jetzt hier. Also ein grundsolides Gerät, was ich absolut empfehlen kann. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis, also wirklich eine absolute Kaufempfehlung. Und dann auch noch mal 30 Euro günstiger als bei Pearl.de. Also für die 30 Euro, glaube ich, ist vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Enkelchen drin, oder? Ja, oder irgendetwas anderes. Ein Satz muss ich noch loswerden in dieser Sendung, weil ich den immer wieder richtig finde. Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Seien Sie clever, holen Sie sich ein Markenprodukt zum kleinstmöglichen Preis, fast 1.000 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Und das nenne ich mal ein richtiges Schnäppchen. Sie bekommen diesen HP EliteBook mit der Bestellnummer REF 1557 und der 569, die 569 bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie auch diesen fantastischen TV-Sonderpreis von 449,99 €. Seien Sie clever und seien Sie schnell, weil wir haben die Geräte immer nur in begrenzter Stückzahl. Also am besten jetzt gleich ans Telefon.